So, und damit herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr bei dem neuen Video wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal das Petzholz Classic Wachs an. Ziemlich interessant, finde ich jedenfalls. Glanzwachs für alle Lackarten. 200 Gramm sind drin. Und hier von der Firma Petzholz, da kennen wir auch andere tolle Produkte, zum Beispiel hier die Petzholz Knete. Einfach ein absoluter Klassiker. Dann haben wir den Waschhandschuh, auch einer meiner absoluten Favoriten. Dann auch das schöne 55x54 oder 44er Trockentuch. Also schaut euch das gerne nochmal an. Sehr, sehr schöne Fasern. Und da muss ich ganz klar sagen, viele Produkte gefallen mir sehr, sehr gut. Und wie das hier bei dem Wachs ist, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Ich teste es heute gemeinsam mit euch das erste Mal auch. Und wir tragen es mal hier auf dem Bohrer auf. Einfach mal so ein kurzer, kompakter Test. Ich nehme das natürlich auch noch in Langzeittest, aber dann auf einem Fahrzeug, was wirklich mehr unterwegs ist als hier unser Community-Polierauto. Und warum sitzen wir heute hier an dem VW Bora? Ganz klar, ich möchte diese Kategorie, die wir gleich ansprechen, bei allen Wachsen einfach in Zukunft mittesten. Und das ist hier die Fähigkeit, Swirls zu verdecken, Hologramme zu überdecken und so weiter. Das heißt, Lackdefekte ein bisschen zu kaschieren. Das haben wir ja beim Kiwami-Wachs gesehen, dass das super funktioniert und ich möchte das bei allen Wachsen mitmachen. Deswegen gibt es jetzt immer so ein kompaktes Startvideo, wie das jetzt heute. Und dann gibt es natürlich auch nochmal einen Langzeittest auf einem anderen Fahrzeug, ganz klar. Und deswegen heute hier auf der Motorhaube probieren wir das mal aus. Wie lässt sich auftragen? Wie sind die Ablüftzeiten? Hat es auch einen schönen Abperleffekt? Deckt es auch Lackdefekte ab? Und wenn ihr hier mal drauf schaut, seht ihr hier relativ klar, ziemlich schön poliert. Und auf der anderen Seite haben wir richtige Hologramme drauf. Das seht ihr auch schön in dem Deckenlicht, wie diffus das da drüben ist. Und hier ist es sehr, sehr schön klar und einfach super poliert hier von den Workshop-Teilnehmern. Und deswegen 50-50 mal auftragen. In dem Fall wirklich mal auf beide Seiten, auf die kaputte Seite und auf die gut polierte Seite. Mal schauen, wie sich das Wachs da so verhält. Und es wird richtig interessant. Viel Spaß jetzt hier mit dem Test zum Petzholz Classic Wachs. Los geht's. So kommt es hier zu euch nach Hause in einer großen Kunststoffbox mit einem Schraubdeckel. Finde ich cool, weil dann verträgt nicht so die Dose, verstaubt nicht so, falls es doch mal eine Weile irgendwie nicht nutzt. Und einfach so ein Pluspunkt, wenn sowas mit dabei ist als zusätzlicher Schutz. Glanzwachs für alle Lackarten. Und hier müssen wir mal schauen, ob das Wachs eher Richtung hier Oldtimer geht, so für ja, sehr kontrastreiche Farben, um da die Farbe wieder aufzufrischen, um einfach so einen schönen Look zu erzeugen. Oder ist es wirklich ein Wachs, was auch ein gewisses Abperlverhalten mitbringt? Und das werden wir dann später auch im Langzeittest noch ausgiebig testen, wo wir das einsortieren. Heute erstmal hier ein kurzer, kompakter Look Richtung Wachs. Und ihr seht auch hier, das hat so einen leichten Spiegelglanzeffekt. Coole Sache. Und schrauben wir mal auf. Vom Preis her seid ihr hier circa bei 35 Euro und da bekommt ihr alles, was hier jetzt mit in der Dose drin ist. Ich finde es bei Petzholz immer toll, wenn hier so ein kleiner ja, Verarbeitungshinweis noch mit dabei ist. Das seht ihr auch hier nochmal die genauen Schritte, alles schön und klar beschrieben. Und da muss ich ganz klar sagen, deswegen immer dafür einen Daumen nach oben. Auch hier nochmal Waschtipps, Fahrzeugwäsche, wichtige Infos. Und das ist cool, dass das hier nochmal extra mit dabei ist. Klappt man sich dann immer wieder zusammen, kommt zurück hier in die Hauptverpackung und damit verliert ihr das auch nicht und wisst immer ganz genau, wie soll man das Wachs verarbeiten, wie war das mit den Ablüftzeiten. Und noch eine schöne Sache, auch nochmal auf der Unterseite steht es auch nochmal drauf. Ihr bekommt wieder den Auftrageschwamm mit dazu, hier die weiche Seite für das Wachs und hier oben die etwas stabilere Schaumstoffseite zum Auftragen. Ist einfach eine coole Sache, wenn sowas mit dabei ist. Und Leute, ich sage es ganz klar dazu, es gibt auch Wachse, da bekommt ihr hier einen ultra billigen Auftrageapplikator mit dazu, den kannst du eigentlich gleich so nehmen und wegschmeißen. Der hier, den sollte man sich auf jeden Fall aufheben und schön auswaschen hier unten unter dem Waschbecken unter lauwarmem Wasser. Steht aber auch alles nochmal hier in der Anleitung mit drin. Also da denken die Jungs und hier von Petzholz mit und der Christian Petzold gibt sich da echt Mühe, dass da auch ein bisschen Zubehör mit dabei ist. Genau, das könnt ihr so direkt nutzen und wir werden das jetzt mal gemeinsam auftragen und das zeige ich euch jetzt alles am Fahrzeug und dann schauen wir uns mal an, wie sich das so auf dem Lack verhält. Ist es eher so ein Glanzwachs oder hat es auch einen gewissen hydrophoben Schutz mit am Start? Los geht's! So, und ihr seht, ich habe das heute mal ein bisschen anders vorbereitet. Ich hatte es ja gerade im Intro erwähnt. Ich möchte in dem Video erstmal mit euch gemeinsam das Wachs ein bisschen näher kennenlernen. Wie lässt es sich verarbeiten? Wie lässt es sich auspolieren? Was muss man alles beachten? Und deswegen liegt ja auch nochmal die Anleitung dabei, weil auch für mich hier das erste Mal mit diesem Wachs. Das Schöne ist, hier auf der Motorhaube haben wir einmal eine ziemlich gut polierte Oberfläche mit ein paar Steinschlägen, okay, aber keine Hologramme mehr. Hat ein Community-Mitglied letztes Mal beim Workshop hier schön poliert nochmal die Haubenseite. Auf der anderen Seite haben wir noch die ganzen Reste hier vom Üben, das heißt auch mit Rotationspoliermaschine, viele Hologramme drin, auch noch Swirls mit dabei. Und da wollen wir einfach mal jetzt gemeinsam rausfinden, hier das Wachs auf einer vernünftigen Oberfläche auftragen und da drüben auf einer Oberfläche, die einfach ein bisschen ja, an Lackdefekten auf jeden Fall mit sich bringt. Und da können wir mal schauen, wie viel hier dieses Classic-Wachs auch abdecken kann. So, dann gehen wir hier mit dem Applikator rein.
drehen ihn so ein bisschen. Wichtig, Verarbeitungstemperatur aktuell, glaube ich, so um die 15 Grad hier bei mir. Geht eigentlich in Ordnung. Auch angenehm hier beim Verarbeiten selber. Und dann gehen wir hier mit dem Applicator auf die Lackoberfläche drauf. Und wenn ihr merkt, der rutscht noch nicht hundertprozentig, dann schaut, dass ihr wirklich die gesamte Oberfläche auch damit benetzt und nicht nur die Ränder. Und dann, genau, geht das wesentlich besser. Kann auch so ein leichtes Geräusch geben, ist überhaupt kein Problem. So, und ich denke mal, das reicht auch an Sättigung. Und jetzt können wir hier ganz easy einfach das schön verteilen. Erstmal richtig schön über die gesamte Oberfläche. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das zu Hause macht, tragt das auf der halben Motorhaube auf und dann macht ihr die andere Motorhaubenseite. Da habt ihr das besser unter Kontrolle, was habt ihr schon erwischt und was noch nicht. So, jetzt machen wir den Kreuzstrich schön in beide Richtungen. Jetzt haben wir schon nahezu 100% Verteilung. Das Schöne an dem mitgelieferten Schwamm, es lässt sich gut machen, hat man auch gut in der Hand. Ihr seht, geht auch relativ flott von der Hand. So, und jetzt letzte Runde. So, hier die Mitte nochmal. Jetzt lasst ihr das nur so kurz ablüften, vielleicht 1 bis 2 Minuten. Dann nehmt ihr den Überschuss schon mit dem Tuch runter. Und dann könnt ihr schon die nächste Schicht auftragen. Und dazu ist es das Schöne, ihr müsst nicht nochmal neues Wachs rausnehmen. Nehmt einfach das, was hier im Applicator drin ist, legt ihn kurz zur Seite. Und da hier noch so viel drin ist, gehen wir jetzt auch gleich auf die Seite. Und testen jetzt mal, wie viel hier das Wachs abdecken kann. Und da ist noch genug im Applicator drin. Also sehr schön ergiebig. So. Perfekt. Auch wieder einen kurzen Moment ablüften lassen und dann erstmal auspolieren. So, und es sind 2 Minuten vergangen und jetzt gehe ich direkt mal hier mit dem Tuch auf die Oberfläche drauf. Und ich habe ja bisher schon einige Wachse auch von Petzholz für mich testen können. Die haben sich eigentlich immer sehr gut verarbeiten lassen. Auch hier nehmt ihr das Tuch nur einseitig sozusagen, nicht hier 5-mal falten, sondern wirklich nur ganz normal einlagig sozusagen. Die Hand hier auflegen, den groben Überschuss runternehmen. Und jetzt ist es wichtig, ihr wollt ja noch eine zweite Schicht drauf machen. Das heißt, ihr müsst es nicht auf dem Hochglanzfinish polieren, sondern nehmt nur den groben Überschuss runter. Das heißt, wir können auch ein paar ganz kleine Mini-Streifen zurücklassen. Hier machen wir das jetzt genauso. Nur einmal ganz grob auspolieren. So, und dann tragen wir schon die zweite Schicht auf. Und dann haben wir noch unseren Applicator von vorhin und wenn wir hier mal schauen, da ist noch genug Produkt drin. Das heißt auch hier nochmal eine zweite Schicht. Erstmal wieder grob verteilen. Schauen, dass ihr überall genug Wachs noch im Applicator drin habt. Sonst nehmt ihr einfach nochmal ein bisschen was raus. Und jetzt machen wir mal hier den Seitstrich und dann sehen wir schon, ob genug Wachs drin noch ist oder ob man nachlegen muss. Aber ihr seht hier, kommt noch viel Wachs raus. Also sehr, sehr schön. Da sollte auch hier drüben noch genug Wachs im Pad drin sein. Ja, auf jeden Fall. Nehmt auch noch mal ein bisschen was vom Rand weg, falls sich was an die Ränder geschoben hat. Und dann hier schön gleichmäßig verteilen. Ihr könnt auch hier kreisende Bewegung machen. Und wieder der letzte Strich hier in Fahrtrichtung. So, fertig. Bei einer Erstbehandlung, was wir jetzt hier auch haben, sollten 2 Schichten Wachs hintereinander aufgetragen werden, um somit die Lackoberfläche zu sättigen. Und das ist auch so ein Punkt, den wir jetzt auf jeden Fall mit gewährleisten. So, auch hier reicht das eigentlich jetzt schon an Ablüftzeit. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Auch hier, kurzen Moment. Man kann es auch gut testen, indem man einfach mal ein Stück vom Tuch nimmt und mal so ein bisschen quer auspoliert. Und perfekt. Also das sieht super aus und jetzt ist es ganz wichtig, einmal hier mit einer einlagigen Variante vom Tuch den groben Überschuss runternehmen. Und wenn ihr dann ein vernünftiges Tuch habt, funktioniert das auch super. Bitte nutzt dafür kein 1200 GSM Tuch. Nehmt euch hier so ein 500 GSM Tuch, wie ich es hier habe, ist unten auch nochmal verlinkt. Randlos, saugstark, weil auch schöne, lange und dicke Fasern, aber trotzdem insgesamt ein sehr dünnes Tuch und das ist halt ideal. Jetzt auf eine
jetzt auf eine Seite vom Tuch wechseln, die ihr noch gar nicht hattet, und dann einfach das Hochglanzfinish. Ganz easy einfach. Nicht hier rumkreisen, rumwischen ohne Ende. Einfach von oben nach unten. Das muss so funktionieren. Könnt ihr mal quer machen. Und schon absolutes klares Finish. Gehen wir auch nochmal hier rüber. So, und auch hier einmal grob. So. So. Und auch nochmal mit einer sauberen Seite. So, jetzt schauen wir mal. So, erstmal die Seite. Ihr seht, im Deckenlicht absolut klar. Überhaupt keine Schlieren, keine Wolken, keine Probleme. Das ist ja auch so ein Lack. Der zeigt mir auf jeden Fall an, wenn das Wachs Schlieren macht, Wolken ausbildet oder so. Das ist ein schöner Lack auch zum Testen von solchen Wachsen, weil der halt mit seiner schwarzen Metallic-Oberfläche da perfekt geeignet ist. Und ihr seht hier, super klar. Also lässt sich super schön verarbeiten. Darum erstmal für die Verarbeitung überhaupt null Kritik hier von meiner Seite aus. Und auch hier ein bisschen hin und her bewegen. Absolut schwarz und spiegelglatt. Richtig, richtig schönes Ergebnis. Ob hier das Wachs was ausrichten konnte. Und krass, okay. Also, muss ich euch genau erklären, sonst verstehen das bestimmt ein paar von euch falsch. Hier, wenn wir mal von der Seite rauf schauen, sehen wir eine richtig schöne Lackabdunklung. Was man auch ganz klar sagen muss, das Wachs schafft es nicht, massive Hologramme abzudecken. Das sehen wir jetzt hier. Also hier haben wir den kaputten Bereich und hier geht es zum Wachs. Aber was wir definitiv sehen, hier diese großen Flächen, wie hier jetzt im Licht, sind hier drüben nicht mehr da. Also, wenn ihr hier leichte Hologramme drauf habt, leichte Lackdefekte, dann deckt euch das Wachs das auf jeden Fall schön ab. Wenn es richtig massive Schäden sind, wie hier auf dem Lack jetzt, schafft es auch das Wachs nicht mehr. Dafür ist es einfach nicht mehr stark genug. Und das schafft auch, glaube ich, kein anderes Wachs hier an der Stelle. Weil wenn wir uns die Lackdefekte anschauen, wird das deutlich. Aber jetzt schaut mal genau hin. Seht ihr, wie dunkel der Streifen ist? Hier kommt dann wieder der helle Bereich. Dunkel, dunkel. Und hier wieder milchig. Also, eine schöne Farbauffrischung. Trotz dieser massiven Schäden. Auch sieht man hier, wie die kleinen Lackdefekte so ein bisschen minimiert werden, dann nur noch so ein paar Strahlen vom Licht ausgehen. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, kriegt das Licht wieder richtig heftige Schleier in alle Richtungen. Und hier konzentriert sich das nur noch auf einzelne kleine Bereiche. Und das zeigt für mich einfach in dem Test, dass das Wachs auch solche Defekte im normalen Maßstab super kaschieren kann. Und insgesamt auch eine schöne Farbauffrischung. Man sieht richtig, wie der dunkle Streifen, ich gehe mal mit der Helligkeit ein Stück höher, wie der dunkle Streifen hier sich immer hin und her bewegt. Und das ist jetzt der Bereich, wo das Wachs drauf ist. Also richtig, richtig stark, super Farbauffrischung. Und deswegen, auch hier sieht man es nochmal, wie dunkel der Bereich ist. Und daneben dieser Schleier, auch hier wieder. Krass. Und das ist so ein Test, den ich jetzt gern bei allen Wachsen immer mit durchführen will, um euch auch ein Feedback zu geben, was das Thema Farbauffrischung angeht. Und das Wachs ist prädestiniert dafür. So, dann schauen wir uns auch nochmal hier die hydrophobe Eigenschaft an. Das heißt, wie gut kann hier das Klassik Canauba-Wachs von Petzolds auf das Wasser ein bisschen abstoßen, wie rund sind die Perlchen, und deswegen richtig schöner Wassernebel. Konnte jetzt auch nochmal eine gute Zeit hier aushärten, ablüften. Und die Stelle hier daneben ist auch nochmal ein bisschen poliert. Also ihr seht jetzt auch nochmal den Mittelstreifen schön. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz feiner Wassernebel. Und ich versuche das mal genau hier mittig aufzusprühen. Ja, und da machen sich die Perlen hier schon auf den Weg. Sieht man jetzt schön. Also hier im unteren Bereich, hier ist das Auto relativ flach von der Ebene her. Und hier sehen wir jetzt auch die Ablaufbahn, die Tropfen, die runterkommen, und insgesamt sieht man jetzt hier nochmal auf der nicht versiegelten Seite oder mit der wachsbehandelten Seite, da müssen die Perlen schon richtig eckig werden und groß werden, bis sie dann nach unten laufen. Und dann sehen wir auch lange, lange Bahnen hier, und das sieht hier auf der Seite natürlich schon deutlich besser aus. Und hier sehen wir das auch nochmal, also deutlich schlechter, ganz klar. Und hier haben wir die kleinen, feinen Perlchen. Hier können wir jetzt mal beurteilen, was sagt denn ihr? Also, es ist ein Klassikwachs, ne? Das
Sehr ganz klar, mit Canova-Wachs drin. Ich habe jetzt erstmal nichts hier von PTFE-Anteil gelesen. Das ist für mich so ein absolutes Oldtimer-Klassikwachs für Fahrzeuge, die jetzt nicht jeden Tag hier im Außendienst 3000 Kilometer fahren, übertrieben gesagt, ganz klar. Aber für mich hier so ein Wachs, wenn ihr ein etwas älteres Fahrzeug habt, was ihr wieder schön restauriert habt, wenn ihr wieder richtig schön Farbe und Look und Glanz rausholen wollt, weil das haben wir ja gesehen, das macht das Wachs auf jeden Fall. Also so ein richtig schönes Wachs, um kontrastreiche Farben wieder auf dem Ursprung oder auf ein richtig schönes Maß zu bekommen. Ein gewisser Schutzeffekt ist auch mit dabei. Das sehen wir auch hier nochmal an der hydrophoben Kraft. Auch ja, fast nahezu perfekt. Also hier die Ablaufbahnen sehen auch trotz, dass jetzt hier kein massiver Chemieanteil mit drin ist. Hier, ich spreche jetzt von PTFE, SiO2 und sowas. Also dieses Canova-Wachs kann auch gut hydrophob hier mithalten. Ja, sehen wir auch nochmal hier dieses typische Canova-Wachs-Beading und auch Sheeting. Also wir haben eine schöne glatte Oberfläche. Apropos glatt, super weich. Also für alle Lackfetischisten, die sagen hier, mein Lack soll super schön weich und geschmeidig sein. Ganz krasser Unterschied. Also hier, mein Finger reibt hier und rubbelt hier drüber und hier super glatt. Also das kannst du definitiv. Schönes Verhalten. Und jetzt gehen wir auch nochmal auf die Seite, wo noch Lackdefekte sozusagen drauf sind. Wie sieht es denn da aus? Also nochmal zur Erinnerung, hier sind jetzt keine Wachsschlieren oder so drauf, sondern das sind die Hologramme vom Polieren. Und dann schauen wir mal, wie das Wachs hier alles auffüllen konnte. Und das sehen wir auch deutlich. Also auch hier derselbe Effekt. Und durch die zwei Schichten habt ihr einfach eine richtig schöne Auffüllung dieser ganzen kleinen ja, Mikrokratzer. Swirls waren ja auch noch mit drauf. Und damit sehen wir auch nochmal hier schöne Unterschied. Also ganz, ganz deutlich. Und die Ablaufbahnen sehen super aus. Also gar nicht mal so. Hier unten im unteren Bereich wird es ein bisschen weniger. Zack. Ganz toll zu sehen. Also funktioniert sehr, sehr gut. Und damit auf zum Fazit. Ja, das Petzolds Classic Wachs ist ein ganz einfach zu verarbeitendes typisches Canova-Wachs. Es lässt sich super easy verarbeiten, hat eine schöne Farbauffrischung, deckt auch in einem guten Maß hier kleine Swirls und Hologramme und was alles dabei ist auch ab. Aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann ist natürlich auch wie bei dem Extremfall mal das Ende erreicht. Also wenn bei eurem Fahrzeug hier nur so ein paar Swirls drauf sind, kann das Wachs auf jeden Fall diese auch mit abdecken. Probiert es gerne mal aus. Farbauffrischung haben wir ganz deutlich gesehen, wie dunkel dieser Streifen ist auf dieser extrem beschädigten Oberfläche da drüben. Und hier auf der Seite, die war ja vorher schon sehr schön klar und da haben wir auch gezeigt, dass das Wachs keine Schlieren erzeugt, keine Wolkenbildung irgendwie hervorruft und da kann es sich definitiv sehen lassen. Wascht den Schwamm im Anschluss aus. Ich packe es trotzdem erstmal zusammen, mache ich dann im Anschluss. Anleitung ist auch mit dabei, nicht nur auf hier der Dose selbst, sondern auch nochmal hier in Papierform. Ist eine schöne Sache und dann könnt ihr das alles sicher hier in dieser großen Kunststoffdose verstauen. So. Und damit muss ich ganz klar sagen, für einen Preis von ca. 35 Euro für dieses gesamte Set finde ich das absolut in Ordnung. 200 Gramm sind drin, nicht hier so eine kleine Wachsdose, sondern 200 Gramm. Da könnt ihr echt auch nochmal an Freunde was weitergeben, Familie auch nochmal testen lassen und da habt ihr genug Produkt mit dabei. Schönes, klassisches Canova-Wachs, was gut funktioniert. Muss aber ganz klar dazu sagen, es wird jetzt kein 5, 6, 7, 8, 9 Monate Standzeitwunder werden. Es ist wirklich ein ganz klassisches Canova-Wachs hier für diejenigen, die einfach Bock haben auf ein Wachs. Die sagen, das macht mir unheimlich viel Spaß. Das hat für mich auch so ein bisschen Tradition. Und für diejenigen ist das super geeignet. Ein super Abperleffekt bildet es auch aus. Und hier müsst ihr einfach regelmäßig mal kontrollieren, nachpflegen oder so. Ich denke mal so 2, 3 Monate in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Aber das finden wir alles bei einem Langzeittester noch heraus. Und deswegen freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video hier mit dem Petzolds Classic Wachs. Und ich muss sagen, bis hierher erstmal, ja, das Wichtigste ist immer, dass es sich super verarbeiten lässt und dass es auch einen schönen hydrophoben Schutz bietet, dass es auch eine schöne Farbauffrischung bietet. Und das hat es alles mitgebracht. Jetzt kommt es nur noch auf die Standzeit an und dann können wir es noch insgesamt in das große Ranking mit einfügen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt hier zum Classic Wachs, dann gerne unten in die Kommentare rein. Euer Sebastian von XanFR. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und viel Spaß hier bei der Autopflege. Haut rein. Ciao.